hast tapfer gekämpft, Don Quixote. Damit kommen Sie nicht davon, Krauser. Jetzt sind wir wieder alleine. Er ist auch, ne? Also im Original wird er nicht von Krauser getötet und er hilft uns auch nicht gegen Krauser. Okay, das ist interessant. Ist hier noch was? Ja, da. Elsaal. Ah! Lol. Lol. Nein, Katze, geh runter. Los. Wir sind unter diesem... wo die Käfer das erste Mal kamen. Ich habe nicht viel Zeit, also hör gut zu. Sie haben deine Freundin auf den Uhrturm gebracht. Beeil dich, dann schaffst du es vielleicht, bevor es zu spät ist. Ah, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, ich sollte mich bedanken. Ja, stimmt. Die ist schon ziemlich herzlos. Oh, kleiner Schlüssel. Lange nicht mehr gesehen, sowas. Ach, hier sind wir jetzt. Das war die Tür. Wie ich noch gesagt habe, ich habe da... Schande der Familie, der Widerling. Allein beim Anblick seiner Visage rollen sich mir die Fußnägel hoch. Tu mir jemand den Gefallen und verunstalte sein Porträt für mich, ja? Es hängt in dem Raum, der auf dem Foto zu sehen ist. Wie es gemacht wird, ist mir gleich. Wahrscheinlich wäre es am besten, einfach mit irgendwas zu bewerfen. Ramon Porträt verurteilt. Nice. Mach ich. Krieg ich hin. Kann mir bitte jemand dabei helfen, ein gestohlenes Schmuckstück zurückzuholen, das eine Krähe stibitzt hat? Das Familienstück soll nicht als Vogelspielzeug enden. Einen zerkratzten Smaragd verkaufen im Burghof. Ein Auftrag ist vom Tisch, was? Gute Arbeit, Partner. Ah, für dich doch immer wieder gern. Alle Achtung! Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Na dann, was kann ich für angenehme Reise? Okay, hier können wir jetzt wieder losdüsen. Da ist der Uhrturm. Halte durch, Ashley. Ach. Doof, ne? Komm mal zurück, ich muss ja zum Burghof. Ich muss ja zum Burghof. Weil ich möchte ja die Krähe mit dem zerkratzten Smaragd finden. Es ist halt nur noch die Frage, wo ist das andere hier? Oh, ein paar kriegen wir noch.
Es ist der Raum, wo er uns runterfallen lassen hat, ne? Okay, da müssen wir halt auch noch woanders lang. Nicht zum Uhrenturm. Okay, okay, okay. Ich weiß gar nicht, wie weit das jetzt zum Burggarten war. Ah, nicht ganz so weit. Wir müssen wieder raus. Ist hier noch relativ easy. Hier sind jetzt Gegner. Also neue Gegner. Mist! Was für Mist? So, irgendwo hier muss ja jetzt diese Olle... mit Durchbruch. Mit Durchbruch? Das nicht. Frage, war das jetzt die gesuchte Krähe oder... Agarradlo. Bueno, oh, guck mal, hier ist noch ein Rest. Ray? Vier von 16. Oh, eine Menge verpasst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in jedem Kapitel einen gibt und dann heißt es, wir haben 16 Kapitel. Dann wird die Insel ganz schön kurz wahrscheinlich, ne? Oder die Kapitel sind sehr lang. Das kann auch sein. Lady. Die hören definitiv nicht gut. Ich hab jetzt keine Krähe gefunden, die was droppt, ne? Nida spawnt halt immer wieder neu.
Oder die ist halt einfach nicht gestorben. Ich weiß es nicht. Wenn ich schon mal hier bin, ne? Kann ich mir den Schatz da noch holen. Da war eine durchbrechbare Wand? So schlecht geguckt. Hier war das. Durchbrechbar, da hätte ich noch Ashley. Oder Scheiße. Ja, gut, das habe ich verpasst. Schade. Beim nächsten Mal. Gut, ändert nichts daran, dass die Krähe irgendwie. Burghof. So, ich muss zu ihrem Nest wahrscheinlich, ne? Der kratzt jetzt noch mal. Könnte ich den jetzt auch? Nee. Wird niemand vermissen. So, das war das. Ich finde das cool, dass sie sich so eine Mission noch haben. Einfach, ne? Hast du noch ein bisschen mehr zu tun, außer nur blind, stupide, einfach straight geradeaus zu laufen, sondern läufst du nochmal zurück und hast vielleicht noch ein, zwei Sachen, die du übersehen hast. Nee, genau, das heißt, da ist auch noch ein Schatz. Das ist eine ziemlich starke Waffe. Waren wir eben. Hallo, Mr. Kennedy. Auch noch mal Gegner. Thank you.
Schleuder vorbei, du Hund. Die schöne Muni. Alter. Guck mal, das hab ich stehen lassen. Salazar, ich bin wieder da. Doch auch nicht. Hat er hier noch ein bisschen Loot? Loot tut mir gut. Chroniken der Arbeit 2. Oktober. 8 Jahre nach meinem Erwachen. Endlich geht mein hehres Streben in das letzte Stadium über, die Verschmelzung von Mensch und Insekt. Die Haushalterin hat sich gnädigerweise zu dem Experiment bereit erklärt. Ich werde mich mit ganzem Herzen diesem Unterfangen widmen und die Grenzen des Menschlichen zu überschreiten und Ramon, meinen geliebten Herrn, stolz zu machen. 9 Jahre nach meinem Erwachen. Die Vereinigung ist geglückt. Die Haushalterin musste viele Qualen erdulden, doch nicht umsonst. Seht die Früchte unserer Arbeit in ihrer ganzen Schönheit. Ich werde dieser perfekten Lebensform den Namen U3 geben, denn 3 ist die schönste und vollendetste aller Zahlen. 9 Jahre nach meinem Erwachen, U3, meine treue Hündin Pissanta wurde auserwählt, den Herrn als rechte Hand zu dienen. Aber sind 2 Hände nicht besser als eine? Nun ist es an der Zeit, meine Loyalität zu beweisen. Sein treuer Diener, Hydro. Okay, die Haushälterin wurde der Erste und er war der Zweite. Er ist jetzt da unten im Keller. Lore-technisch wahrscheinlich hat Leon ihn getötet. Na, wir sind nur geflohen. Und die Haushälterin ist noch am Leben. Sie sind... Ich verstehe. Ramons Beichte, mein Gebieter, mein gütiger Vater. Segnet die Blutlinie der Familie Salazar mit einem eisernen Hammer. Der Gründer meiner Familie nannte die heiligen Lehren der Los Illuminados böse und verfolgte ihre Anhänger. Doch nicht genug, er raubte ihren wertvollsten Besitz und versiegelte ihn unter der Burg. Welch Blasphemie, welche Anmaßung! Wie lange musste ich mich mit der Schande quälen, dass seine Blut auch durch meine Adern fließt? Endlich ist der Tag der Sühne gekommen. O geliebter Lord Saddler! Ich werde die heiligen Plager, die einst unter der Burg vergraben wurden, freilassen. Die Zeit ist gekommen. Mit der Gnade des Himmels werden die Freveler als Teil der Herde wiedergeboren. Wiedergeboren als Ganado. Sie werden die treuen Diener meines Herrn sein. Nichts würde mich mehr erfreuen, als bei euren Füßen zu sitzen und mich in euren Glanz zu sonnen. Ich bin euer ergebener Diener. Ihr seid mein ewig währendes Licht. Euch schwöre ich unbeirrte Ergebenheit. Los, leg ein Ei. Auch das. Notiz der Haushälterin. O Ramon, mein Gebieter. Mit dem Eingriff morgen werde ich endlich die Grenzen dieser sterblichen Hülle überwinden. Was jetzt noch von mir übrig ist, wird schon bald nicht mehr sein. Herrlich, der heilige Leib ist ein wahres Wunder. Die Treue, die ich meinem Gebieter schwor, ist das Licht, welches meinen Weg erleuchtet. Unsere Schicksale werden bis zum Ende miteinander verwoben sein. Hat man solch Loyalität schon einmal gesehen? Ich glaube, die legt gerade ein Ei. Danke. Ihr müsst nicht in diesem elenden Schloss hier noch rum. So, ich denke mal. Das war erledigt. Das war auch auf der Insel vorher. Ich habe keine Zeit zum Ausruhen. Haben die Insel und Burg verbunden?
Gut, dann kann ich mich jetzt den Weg weiter geradeaus widmen. Ah, guck mal, da ist noch. Hat sich so groß gerade angehört. Oh Gott. Mein Koffer ist voll. Puh, jetzt muss ich hier den ganzen Weg rumlaufen, ne? Nice. Da war das Vieh gestorben. Gestorben war das Vieh. Ah, oh, sieh dich einer an. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Na, er hat halt trotzdem nichts, was mich gerade interessiert, ne? Wo wir unsere Wobei? Ware her haben? Das. Hey, gute Entkommen. Hundert fucking 1000, Alter. Im Perfekt. Du bist eben ein echter geübtes Auge. Gute Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Kleinigkeit. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Darfst du? Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Probier mal, ob's passt. Ah, jetzt bin ich schon wieder pleite. Ich hab nur die angenehme Reise. Nice. So, dann speichern wir es nochmal ab. Und dann geht's nochmal in die Richtung jetzt. Zum Uhrenturm. Könnt ihr mal jetzt ein bisschen weniger Loot liegen, weil ich habe so ein bisschen Inventarplatz und so. Nein! Da ist die scheiß Statue. Sie sind überaus hartnäckig, Mr. Kennedy. Aber das hat jetzt ein Ende. Werf den Eindringling raus! Shit. Spitze des Uhrenturms. Die Statue sieht ziemlich hässlich aus, ne?
Was, Junge? Schickes Tattoo hast du da im Gesicht. Nicht schlecht, ja? Hier haben wir noch ein Schätzelein. Ein goldenes Plättchen. Okay, es ist zumindest nicht dieselbe Statue, ne? Die ist hier deutlich, deutlich kleiner. Halt der. Oh. Ey, mach ich noch auf einem anderen Bildschirm? Was soll das? Okay. Das ist jetzt doof. Ich will die mitnehmen. Scheiße. Boah. Dämlicher Penner, Alter. Oh. Ja, Leon, jetzt schieß doch mal. Noch wer? Okay, du solltest bei dem kleinen Zwerg niemals auf Kopfhöhe sein. Ich muss da sogar lang. Scheiße. Jo, war super. War echt super mit dem Erste-Hilfe-Spray. Hallo! Mistgeburt. Bam! Voll in die Fresse. Hallo? Ach so. Langsam habe ich genug.
scheint die ja irgendwie nicht zu jucken mit dem Kugel, ne? Wenn die so über die rollt. Ziemlich uncool. Da ist ein Schnitt. Nicht nur eine. Ja, nee, ist klar. Ich bin einfach One-Hit davon. Ist das ihr Todesurteil? Ah, nett. Ja, hab ich gemerkt. Cool. Schön, dass es auch mein Todesurteil ist, wenn ich in der Animation bin, ne? Problem eliminiert. Die sind doch alles Vollidioten, ne? Extravagante Uhr. So, ihr könnt mich alle mal. Aufmerksam. Oh nee. Nicht du. So. Was? Hallo. Scheiße. Wir sind zu schwer. Ja, gleich nicht mehr. Piss dich da oben.
Nee. Noch so eine. Hau doch ab! Aua! Drecksack! Shit, Mann. Schutzweste. Ja, die ist schon wieder putt, wa? Lassen auch echt nicht locker, die Typen, ne? Geht doch. Achso, ich bin oben. Cool, ich hab kaum noch Pistol-Muni. Linte ist mir trotzdem irgendwie lieber. Fuck, ich bin auf der Uhr. Warum sollte ich da runterspringen? Hinterhergehen. Ah, du hast überlebt. So. Schön, dass Leon gerade so mein nachgemacht. Sehr vorsichtig, wa? Matadlo. Was? Hab ich die nicht eben kalt gemacht? Nee. So, weg das Köpfchen. Gut, hier war mein Freund der Händler, ne? Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Huch. Hier ist noch ein Schatz. Baby. Rohstoffe, Erste-Hilfe-Moon. Nice. Erste-Hilfe-Moon. Erste-Hilfe-Medizin. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Du, ich habe da so eine kaputte Schutzweste. Die würde ich gerne reparieren. So gut wie neu. Okay. Und ansonsten... Besten Dank. Hast du hier noch was? Und ich denke, wenn dann sind wir erstmal. Solltest du dich besser.